Yo! Und willkommen zurück bei einer weiteren Folge Dungeon of the Endless. Nachdem wir qualvoll im letzten Dungeon gestorben sind. Aber ich gebe nicht auf, ich werde hier ein neues Spiel starten. Das haben wir natürlich schon gesehen, den Vorspann, wo das Raumschiff fliegt. Jetzt können wir hier wieder die Charaktere auswählen. Ich habe einen Tipp bekommen. Und ich hoffe, der hilft mir. Ich werde darauf gleich mal eingehen. Aber erstmal hier die Charaktere auswählen. Ja, Sarah Numas natürlich. Die ist wieder dabei, weil die ist so geil schnell. Ach komm, Alter. Wer ist das denn hier? Schwester Dina Ratched. Joa. Ja, nehmen wir doch, oder? Ich glaube, das nehmen wir einfach mal. Die haben wir nämlich noch gar nicht genommen. Und ich würde sagen, haben wir eigentlich schon... Gewinne ein Spiel mit der Fluchtkapsel. Gewinne einem Spiel 1000 Nahrung aus. Um Helden zu heilen. Okay, ja, gut. Gut, okay, dann starten wir erstmal. Wir haben ja nur das Schiff. Und da fliegt es in den Planeten rein. Und ja, also der Tipp ist, das, was ich überhaupt nicht, ich habe da überhaupt nicht dran gedacht. Die Gegner kommen immer nur aus den Stellen, wo es dunkel ist. Dass das die Räume, die dunkel sind, das sind natürlich die einzigen Räume, die wir verteidigen müssen. Also es klingt so logisch, dass man da eigentlich auch hätte selber drauf kommen können, aber... So ist das nun mal. So ist das nun mal. Und, ich hoffe, es klappt jetzt besser. Schauen wir mal. Das wäre auf jeden Fall ein, geiler Scheiß. Ja, ey, den ganzen Morgen nicht, genervt worden. Plötzlich machen wir die Aufnahme an und schon wird man genervt. Sorry dafür, aber ich werde das wahrscheinlich sowieso nicht mitbekommen haben hier. Der Schnitt war so kurz. So, wir haben jetzt hier ein Industriemodul und einen Verteidigungsknoten, sage ich einfach mal. Und ich hoffe, das wird einfach so gut sein. So, die schicken wir mal da rein und helfen dann mal ein bisschen. Ja. So, viele haben wir natürlich hier im ersten Dungeon noch nicht. Also, das wird, glaube ich, auch relativ kurz werden. So, der ist natürlich schon beleuchtet. Das ist geil. So, da kommen auch die Gegner. Das sind aber nur kleine Gegner. Also, es sind auf jeden Fall noch nicht, natürlich noch nicht die Gegner, die einem da die Hölle heiß machen. Das ist natürlich noch nicht so. Wir werden diesen Raum mal ausleuchten, glaube ich. Weil dann kommen da keine Gegner raus. Ich hoffe es zumindest. Also das wäre auf jeden Fall sehr von Vorteil. So, werden wir mal da hingehen. Oh. Plus 6 Industrie. Das ist geil. Das ist geil. Können wir mal gucken. Wir können hier schon eine upgraden. Das heißt, wir machen natürlich die Sarah Numas als erstes frisch für den Kampf. Und gehen erstmal hier weiter. Weil es können ja nur aus diesem Raum Gegner kommen, wie es scheint. Ne, du bleibst mal schön hier. Perfekt. So. Jetzt haben wir natürlich noch hier die Tür. Es werden natürlich da auch Gegner rauskommen. Ne, doch nicht. Es scheint auf jeden Fall noch entspannter zuzugehen hier im Dungeon 1. Ist ja klar. Ist ja klar, also. Das ist natürlich klar.
Na, jetzt ist die Frage. Nehmen wir mal aus dem hier wieder die Energie raus. Und machen in dem die Energie wieder rein. Und ich würde sagen, einen kleinen Verteidigungsposten hier. So, dann werden wir mal hier reingehen. Oh, das ist ein großer Raum. Ja, da kommen auch dementsprechend viele Gegner raus. So, das... Die werden auf jeden Fall schon ein paar kaputt oder schwächen, werden sie. Die kleinen Kanönchen hier. Na, perfekt. So. Wir haben jetzt auch keine Energie mehr. Ja, Leute, ist halt im Moment ein bisschen schwer aufzunehmen, weil die hier vor meiner Haustür mit dem Presslufthammer rumdösen. Weiß man nicht so ganz, was ich jetzt davon halten soll. Aber, wir schauen mal. Vielleicht habe ich ja jetzt die Chance, einfach einmal durchgehend aufzunehmen. Sonst wird es hier immer so ein kleines Glücksspiel. So, wir haben hier den Auto-Dog-Splitter. Das ist das Einzige, was wir gerade im Moment upgraden können. Nahrungsmoment. Warum kann ich denn schon... Okay. Ich kann von Stufe 1 auf Stufe 3 ein Nahrungsmodul machen. Aber das ist auch geil hier. Aber das, ja, ich werde das erstmal so belassen. Und wir haben jetzt natürlich ein kleines Problemchen hier. Upsa, jetzt so langsam geht uns nämlich so ein bisschen die Puste aus. Weil wir keine Energie haben. Und das heißt, die können jetzt natürlich aus allen Ecken kommen. Aber er kommt nicht. Sie kommen nicht aus allen Ecken. Sie kommen gar nicht. Auch hier nicht. Da sind sie. Das sind auch schon mehr Gegner. Aber das sollte kein Problem sein für uns. So, haben wir. Haben wir. Ja, unser Kristall ist natürlich geschützt. Denn wir haben ja auch genug. Also wir haben hier alles ausgeleuchtet. Deswegen sind wir da auch geschützt. Und wir haben da oben noch eine. Schicken mal die andere dahin. Eine Truhe wäre gar nicht so schlecht. Oh. Oh. So, jetzt hört sich schon wieder an, als würden sie jetzt gleich den LKW anschmeißen, oben richtig die Sau rauszulassen gleich. So, wir haben hier dreimal die Erbsenpistolen. Das ist alles das Erste, als dieselben. Ich glaube, die kann eh nur Gewehr. Warte mal, was ist das denn jetzt hier? Das ist die Frage. Ist das jetzt eine Pistole oder ist das jetzt ein Gewehr? ich kann ja erstmal das kaufen. Das scheint mir auf jeden Fall ganz in Ordnung zu sein. Wir haben noch einen Raum. Und der Raum ist da. Wenn wir natürlich hinflitzen. Du hast die letzte Tür des aktuellen Dungeons gefunden. Was ist das denn? Okay, jetzt kommen natürlich die ganzen Gegner hier aus den Räumen, weil alles hier dunkel ist. Okay, jetzt sind natürlich ein paar Schwierigkeiten. Wenn sie auf die Fresse bekommt. Aber die Verteidigungslinie ist hier schon mal ganz gut. Das passt schon mal.
Na, perfekt. So. Das war jetzt aber auch irgendwie gar nichts wirklich, ne? Na, das heißt, wir werden den Raum natürlich mal weglassen. Und diesen Raum hier. Dann haben wir drei Energiedinger, die können wir hier drauf verwenden. Ja, perfekt, würde ich sagen. So machen wir das. Ah, warte, dann können wir den letzten auch noch hier verwenden. Und dann können nämlich keine Gegner spawnen. So. Die können wir natürlich schon im Ausgang verfrachten. Und weil die ja so geil schnell ist. Na, es hört mich richtig an, dass sie so schnell ist. Nehmen wir den einfach. Und schicken die dahin. So, da kommen sie natürlich jetzt her und von da oben. So, aber sonst kommen sie nicht. Das heißt, wir können den Ausgang ganz entspannt wählen und tschüss sagen. Ja, Dungeon geschafft. Wir haben 96 Industrie mitgenommen, 36 Wissenschaft und 23 Nahrung. Also es ist auf jeden Fall, es läuft schon wesentlich besser, aber aus Fehlern lernt man natürlich. Also aus unserem ersten Versuch, die Dungeons zu schaffen, haben wir natürlich so einiges mitgenommen an Erfahrung. Warum ist hier alles Schrott außer dem Fahrstuhl? Ja, das, das fragt man sich natürlich. Ja, gehen wir direkt zum nächsten Level. Und, ja, also ich hoffe, es hat dir gefallen. Hier ist natürlich jetzt der erste Dungeon, ist natürlich jetzt schon vorbei. Und jeder Part ein Dungeon, haben wir gesagt. Und ja, ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich hoffe, du schaltest beim nächsten Mal wieder ein und gibst mir ein Däumchen hoch. Und ein Abo vielleicht. Hier oben rechts. Da ist so ein Abo-Button, da kannst du draufklicken oder unter dem Video, da steht auch abonnieren. Und ich hoffe, du schaltest wieder in den nächsten Part von Dungeon of the Endless ein. Und damit Ebene 2. Bis dahin, tschüss.